geschieht nichts Außergewöhnliches, spielt Eintracht Trier auch in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga. Derzeit stellt Geschäftsstellenleiter Dirk Jacobs eine Reihe von Unterlagen für das anstehende Lizenzierungsverfahren beim Deutschen Fußballbund zusammen. Der Prüfung durch den DFB sieht er recht gelassen entgegen. Wir sehen uns dieses Jahr sehr gut gerüstet. Was die technische Voraussetzung betrifft, hat sich da nichts geändert. Das werden wir sowieso erfüllen. Auch im wirtschaftlichen Bereich haben wir uns ja sehr verbessert, auch durch die Stadtgeschichte sind wir gut aufgestellt und ich gehe davon aus, dass wir die Lizenzunterlagen ohne Auflagen erfüllen, sodass wir auch in der neuen Saison angreifen können. Mit einem etwas höheren Etat werden wir reingehen und unser Ziel, Aufstieg in die dritte Liga in Angriff nehmen zu können. Aktuell plant die Eintracht mit einem Etat in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Das wären 10% mehr als in der laufenden Spielzeit. Sollte indes ein weiterer neuer Großsponsor an Land gezogen werden, würde sich der Etat in Richtung 2 Millionen Euro bewegen. Zudem würde eine Qualifikation für den DFB-Pokal eine garantierte Einnahme in der ersten Runde von rund 100.000 Euro bedeuten. In den Heimspielen hofft die Eintracht, einen Zuschauerschnitt von 2.900 Fans zu erreichen. Für Spielergehälter sind in der nächsten Saison derzeit rund 10% mehr eingeplant. Wie vom DFB gefordert, hat die Eintracht ihren Schuldenstand gesenkt. Möglich wurde das durch einen kürzlich gefassten Beschluss des Stadtrats Trier, nachdem der Club 350.000 Euro Verbindlichkeiten vorerst nicht bezahlen muss. Von den einst mehr als 700.000 Euro Schulden sind nun noch 300.000 Euro übrig. Nicht ausschlaggebend für die Lizenzvergabe ist, wie schnell die geplante Sanierung des Moselstadions über die Bühne geht. Nach dem erstellten Bauzeitenplan sollen in einem ersten Block das Backsteingebäude sowie die Anlagen unter der Haupttribüne saniert werden. Baubeginn soll voraussichtlich Mitte Juni sein. Danach sollen zwischen Februar und Juni 2010 zusätzliche Toiletten und Verkaufsräume im Stadion gebaut sowie die Eingangsbereiche an der Zurmeiner Straße neu geordnet werden. Abschließend sollen die Zugangsbereiche zu den Tribünen befestigt und Treppenaufgänge neu gebaut werden. Die geplante Bauphase hierfür Juni bis Oktober 2010.